herzlich willkommen zu unserem kleinen Interview. Herr Sternberger, Herr Eisbein, vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Wie versprochen, wollte ich heute ein paar Fragen stellen und die Gemeinderatsmitglieder vorstellen. Herr Sternberger, würden Sie vielleicht was zu Ihrer Person sagen? Jeder kennt Sie. Was machen Sie im Gemeinderat? Wer sind Sie? Wer bin ich? Also ich bin Karl Sternberger, 42 Jahre alt, wohne jetzt in Kliphausen seit 2013. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Gebürtig komme ich aus Nordsachsen, Nähe Oschatz, und habe die letzten 8 Jahre, bevor ich nach Kliphausen gezogen bin, in der Schweiz gelebt mit meiner Familie. Und was mache ich im Gemeinderat? Ja, ich will mich da halt engagieren, will Sachen verändern. Habe halt auch in der Schweiz gemerkt, wie wichtig es ist oder wie gut es ist, dass man auch Sachen verändern kann. Denn dort konnte ich es nicht, weil da war ich ja Ausländer. Und da ist mir das auch sehr bewusst geworden, was das für eine tolle Sache ist. Und habe mich entschlossen, wenn ich dann zurück in die Heimat gehe, da auch aktiv mit zugestalten. Wie lange sind Sie schon im Gemeinderat? Machen Sie das schon länger? Oder? Das bin ich jetzt 2 Jahre seit der letzten Kommunalwahl. Okay. Herr Eisbein, wollen Sie was zu Ihrer Person sagen und vor allen Dingen auch, wie lange Sie schon dabei sind? Ich bin 65 Jahre alt, bin jetzt Rentner. In meinem ersten Leben war ich Heilerziehungspfleger im Harz, dann Tischler hier in Sachsen und 5 Jahre Tischler und dann 35 Jahre Holzrestaurator im Institut Schröder Landesamt für Denkmalpflege. Beim Gemeinderat bin ich seit 1990, eigentlich 89 mit dem runden Tisch, das war der Vorläufer des Gemeinderates, allerdings in Scharfenberg. Dann im Kliphausener Gemeinderat war ich Ortschaftsrat, dann Ortsvorsteher und bin jetzt das erste Mal Gemeinderat in Kliphausen, in der Großgemeinde Kliphausen. Okay, Herr Sternberger. Sie kritisieren ein paar Ratsmitglieder, keine einzige Idee, geschweige denn einen Antrag zur neuen Hauptsatzung beigetragen zu haben. Was machen die Grünen da anders? Was wir anders machen, kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die anderen machen. Ich kann nur für uns selber reden. Es ist so, dass wir natürlich uns mit den Themen sehr stark auseinandersetzen, versuchen Ideen zu kreieren, zu entwickeln, auf Papier zu bekommen und dann Anträge zu stellen entsprechend. Und gerade bei der Hauptsatzung war es uns halt auch sehr wichtig, Ideen einzubringen und die Möglichkeit zu nutzen, die Bürgerrechte zu stärken und auch die Rechte der Gemeinderäte. Und haben uns dafür viel Zeit genommen, haben 6 Anträge gestellt. Und das ist für mich halt wichtig, Anträge zu stellen. Anträge ist ein Angebot an den ganzen Gemeinderat, darüber zu sprechen, darüber zu reden. Es wird uns ja gerne vorgeworfen, dass wir das nicht tun würden. Das sehe ich aber überhaupt nicht so. Weil, wie gesagt, jeder hat dann die Möglichkeit, mit unseren Anträgen auf uns zuzukommen, darüber mit uns zu reden, entweder im Vorfeld oder im Gemeinderat, in der Gemeinderatssitzung selber dann, seine eigenen Anträge zu stellen, Ideen reinzubringen und so, dass wir dort eine konstruktive Diskussion dann haben. Und das findet aber, seitdem ich zumindest dabei bin, komplett nicht statt. Und dann die Dinge umzudrehen und zu sagen, ja okay, ihr redet ja aber nicht mit uns, das finde ich dann auch ein bisschen weit hergeholt oder das macht man sich sehr einfach. Denn wenn wir uns jetzt schon hinsetzen und die Anträge stellen, uns Gedanken machen in unserer Freizeit und das dann präsentieren, dann wüsste ich nicht, warum ich dann noch das Telefon nehmen soll und die einzelnen Fraktionen anrufen soll oder jeden einzelnen Gemeinderat und ihn bitten und betteln soll, doch mal bitte seine Meinung dazu zu äußern. Ne? Die Anträge werden weitergeleitet, die E-Mail-Adressen sind bekannt, die Telefonnummer ist bekannt. Und wie gesagt, spätestens in der Sitzung sollte man darüber sprechen. Ja, und das ist halt zu dieser Gemeinderatssitzung überhaupt nicht passiert. Es war sehr schnell ersichtlich, dass es eigentlich nur darum geht, die Vorschläge der Verwaltung so durchzuwinken. Es kamen einige Formfehler wurden markiert, das war das Einzige, wo man sich mal gemeldet hat. Aber es kam nicht einmal die Frage auf, warum denn gewisse Anträge eingebracht wurden oder warum man vielleicht dagegen ist, einen Ältestenrat zum Beispiel zu bilden, sondern es wurde eigentlich nur zugesehen, dass man schnell durchkommt, weil die Sitzung war wieder sehr vollgepackt. Und das ärgert mich dann einfach und das kritisiere ich und das mache ich dann auch öffentlich und das werde ich auch weiterhin so tun. Vielen Dank. Herr Eisbein, gibt es denn positive Dinge über die Gemeinde zu sagen? Macht der Bürgermeister in Ihren Augen Dinge positiv oder
mal von den negativen Dingen wegzukommen? Ja, also positiv an Bürgermeister Knöfel ist, dass er doch versucht, regelmäßig bei den Wirtschaftsratssitzungen mit dabei zu sein. Das war früher nicht so gängig. Und er hört in der Regel zu. Er lässt die Leute aussprechen. Auch das war früher nicht so üblich. Okay. Was läuft in der Gemeinde derzeit gut und was läuft eher schlecht? Schlecht läuft die Öffentlichkeitsarbeit. Wir diskutieren im Umweltausschuss und würden gerne die Bürger dort auch hören, einladen. Das passiert überhaupt nicht. Das hält sich der Bürgermeister konkret selbst vor. Selbst die interessierten und, sagen wir mal, engagierten Bürger in der Gemeinde, die aufgefordert sind, mitzuwirken im Umweltausschuss, die werden nur eingeladen, wenn es ihr konkretes Feld betrifft. Das kann mal eine Person sein, es können mal zwei Personen sein. Wir haben auch einen großen Pool an Leuten, auf die wir zurückgreifen können und die auch gerne mitarbeiten wollen. Und das passiert nicht, leider. Ich hätte vielleicht noch was, was gut läuft. Also ich denke, gerade so die Standards abzuarbeiten, halt Internet zu implementieren, Breitbandinternet zu implementieren, das läuft gut. Das sehe ich aber halt, wie gesagt, als mittlerweile überfällig. Nichts Besonderes, aber es läuft halt gut, das ist schon definitiv so. Und dann halt auch Sanierungsarbeiten im Trinkwasserbereich, Schrottschutz, wo wir jetzt halt wirklich viel große Investitionen tätigen müssen und auch tätigen. Das läuft gut. Man muss dabei halt immer nur auch dabei beobachten, können wir das auch wirklich finanziell alles stemmen. Und das ist aus meiner Sicht mit dem Haushalt, den wir für 2021 gepackt haben, nicht der Fall. Also gut läuft auch die Schule. Ja. Also die Bildung in der Gemeinde Kliffhausen, die hat eine solide Basis durch die Grundschulen und jetzt auch durch die evangelische Oberschule. Das funktioniert gut, da steht auch der Gemeinderat unisono dahinter. Das ist auch ein Standortvorteil unserer Gemeinde. Verdient man als Gemeinderatsmitglied auch Geld oder bekommt in irgendeiner Form eine Entschädigung? Gibt eine Aufwandsentschädigung? Ja, das Sitzungsgeld. 30 Euro, oder? Ich weiß es nicht genau. Also, weil damit wird natürlich nicht die Zeit entschädigt, die man einbringt. Und wie hoch das Sitzungsgeld ist? Ich hätte gesagt 30 Euro. Ich meine 15, aber irgendwo. Ich weiß es nicht wirklich. Mir ist es auch nicht wirklich wichtig. Ich hatte ja auch da schon einen Antrag gestellt, dass die Gemeinderäte darauf verzichten, im Zusammenhang mit der Feuerwehrentschädigungssatzung. Das wurde abgelehnt leider. Alternativ hätte ich mir vielleicht noch vorstellen können, dass man sagt, jeder hat die Möglichkeit, wenn er antritt in sein Amt, wenn er gewählt wurde, das gibt es zum Beispiel in der Stadt Ohlstadt so, dass man dann freiwillig sagen kann, ich möchte das Geld nicht haben, ich möchte, dass es bei der Gemeinde bleibt, für andere Zwecke eingesetzt wird. Das werde ich vielleicht nochmal als Antrag mit einbringen. Ja, auch man ansonsten, also ich spende meinen Anteil regelmäßig und ich will es auch ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht mit Jesus. Ich hatte damals den Bürgermeister gefragt, wie viel Freizeit oder Zeit er eigentlich noch für seine Familie hat bei so einem Posten. Er meinte, Bürgermeister ist man eigentlich immer rund um die Uhr, 24 Stunden. Wie ist das als Gemeinderatsmitglied? Wie viel Zeit geht da drauf, sage ich mal, dass man Kliffhausen mitgestaltet? Also gefühlt 15 Stunden die Woche, das kann mal mehr sein, gerade wenn Sitzungen sind. Also die Sitzungen, die enden selten vor 23, 23.30 Uhr, beginnen 19 Uhr, manchmal 18.30 Uhr. Da geht schon mal viel Zeit drauf, aber auch bei der Recherche, bei Antragsformulierungen. Das sind bei Gesprächen mit den Bürgern, die ihre Sorgen haben, die dann auch zu einem nach Hause kommen. Das frisst allerhand Zeit. Und das ist jetzt mein Vorteil als Rentner, kann ich mir auch die Zeit nehmen. Ja, aber das heißt auch,
Ich bin, wenn ich das gewissenhaft mache und bei jeder Sitzung dabei sein möchte, bin ich immer angekettet. Also das ist gar nicht so einfach. Welche persönlichen Ziele haben Sie für die Gemeinde Kipphausen? Ja, also vor allen Dingen denke ich im Bereich Transparenz, Zusammenarbeit, auch Zusammenhalt der ganzen Gemeinde ist noch viel Möglichkeiten. Auch im Bereich Entwicklung der Ortschaften, ein wirkliches Konzept zu haben. Dort sehe ich extrem hohes Potenzial für die ganze Gemeinde. Bis hin zum generationsübergreifenden Wohnen, was ja auch ein Thema ist, was halt dort mit reinspielt als langfristige Vision, als Ziel. Und wenn man ein Ziel hat und Vision hat, dann kann man sich ja dann auch mal Gedanken machen, wie man die erreichen will. Und das fehlt mir sehr. Also das sehe ich überhaupt gar nicht. Das habe ich auch immer wieder angefragt zu einzelnen Themen, ob es da etwas gibt. Und dort sehe ich Potenzial und das würde ich gerne weiter mit vorantreiben. Aber ist halt schwierig. Man braucht dazu Mehrheit. Also ich sehe eine wichtige Aufgabe darin, Versäumnisse der letzten Jahrzehnte nachzuholen. Wir haben Ausgleichsmaßnahmen, die seit 20 Jahren nicht umgesetzt sind. Die müssen nun wirklich umgesetzt werden. Ich sehe die Entwicklung der Kulturlandschaft als notwendig an. Das bedeutet, dass wir einer Zersiedlung unseres Territoriums entgegenwirken müssen. Vor allen Dingen wird nach wie vor auf Ackerland und Grünland gebaut, anstatt die ruinösen Ortslagen zu entwickeln. Wir haben eigentlich in jedem Dorf haben wir Ruinen im Zentrum stehen. Das nach gut 30 Jahren Wende, das ist also ein Unding. Wir haben auch, das ist mir wichtig geworden, diese touristische Entwicklung unseres Gebietes, das ist ein Wirtschaftsfaktor, nicht nur die Gewerbegebiete, die wir entwickelt haben. Und wir brauchen eben auch jeden Baum an den Straßen, in den Wäldern. Und dort haben wir Nachholbedarf. Vor 12 Jahren haben wir versucht, altengerechtes Wohnen, das ist das Gleiche, in dem ehemaligen Gemeindeamt in Scharfenberg, dem Kurhaus, zu entwickeln. Das ist leider auf der Strecke geblieben. Hier gibt es neue Entwicklungen, die wir fördern müssen. Und da sind wir heute ein Stück weiter, weil wir gestalten können. Dazu braucht es immer wieder Partner. Und viele Jahre haben wir nur dagegen halten können. Was weiß ich, wenn ich in den Anfangsjahren nach der Wende, also wenn Golfplätze, in jedem Ort sollten Golfplätze gebaut werden, ne? In Kipphausen gibt es nicht einen zum Glück. Und das sind so Sachen, auch Fehlentwicklungen, die einfach passiert sind. Wie kann die Öffentlichkeitsarbeit in Kipphausen verbessert werden? Ich denke, zum einen sollten die Protokolle, die in den Sitzungen Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss erarbeitet werden, Technischer Ausschuss, die sollten im Gemeindeblatt mit veröffentlicht werden. Das ist das eine, aber wir sind heute in der digitalen Zeit, da gehört es sich, dass meinetwegen wie in Meißen dort diese Sitzungen aufgezeichnet werden und jeder zu Hause sich die Dinge im Detail ansehen kann. Und das würde ich mir für Kipphausen wünschen. Es wäre ja auch möglich, dann die Protokolle und die Sitzungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen, sodass da auch jeder Zugriff hat, ne, von den Bürgern, was ist jetzt eigentlich gerade Thema, was soll da heute beschlossen werden und dass man da ein bisschen mehr einen Einblick hat und dann vielleicht auch mal auf die Gemeinderäte gezielter zugehen kann und sagen kann, wo das eigene Interesse liegt. Super, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich die anderen Gemeinderatsmitglieder auch nach und nach vorstellen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ihr Dank auch. Ja, herzlichen Dank.